So Leute, da sind wir wieder bei Vegasif mit mir, Sefi und Judith bei Fire Emblem Rage and Dawn. Da, wo wir aufgehört haben, ungefähr, jetzt nicht ganz. Du hast erst die Animation angemacht? Ja, ich habe die Animation aufgemacht. Aufgemacht. Mach mal das Fenster auf. Ja, ich mach mal das Animationsfenster an. So, die bösen Ballista-Typen habe ich schon tot gemacht aus Versehen. Die sind einfach so in ihren Untergang gerannt, ich habe es nicht mal mitgekriegt. Und Stella will jetzt mal Katziel durch diese Bedingung. Zaun? Naja, Absperrung. Barrikade. Barrikade, genau, das wollte ich sagen. Ziehen und den Gegner kaputt machen. Yay, sie hat ihn kaputt gemacht. Sie ist beim Mogen verzweifelt. Nein, Stella, sie ist so schlecht. Nicht dieses Verzweifeln. Ah. Das andere Verzweifeln. Oh, nein, Stella, wir werden alle sterben. Schon besser. Dieses Verzweifeln nicht. Da. Ich finde es interessant, dass Geoffrey hier mal endlich von seiner ekelhaft grünen Rüstung weggekommen ist. Stimmt. Ich mochte die nie. Das Blau steht ihm viel besser. Das passt besser zu seinen Haaren. Ja, das stimmt. Vielleicht haben sie gedacht, dass er dann zu einfarbig wird. Ja. Hallo. Ich... Aua. Vom Kopf. Ich dachte, hier sieht er mich nicht. Es müsste eigentlich außerhalb des Radios sein, finde ich. Ja, rein theoretisch ist das schier unmöglich, was der Typ da gerade gemacht hat. Ja, das ist misserhaft. Er hätte auch gleich die Balliste so runterschieben können auf Joffel drauf. Das hätte, glaube ich, viel mehr Schaden. Wie ihr da gerade im Kreis gerannt. Ich wusste das da nicht. Ja, okay, bei 37, aber man weiß ja immer nie, was mit dir verfolgt. Naja, man darf sein Glück auch mal herausfordern. Ja. Das tue ich leider viel zu häufig. Seid aber angemerkt. Ich vergesse immer so, dass dieses Unbesiegbarsein erst später kommt. Ja, weißt du, ich finde später, wenn die das erste Mal aufgestiegen sind, dann werden die so unbesiegbar. Ich meine, es ist doch cool, dass die unbesiegbar sind, aber es ist doch so ein bisschen so, oh, ich mach mal. Oh, tot. Ja, da kommt immer noch so eine leichte Schiene drauf, das glaube ich mir. So, Stella kriegt mal wieder EP. Also ich mag ihr Pferd. So schön weiß mit diesem fliederfarbenen Pink. Ja. Hi. Hi. Wie geht's euch? ja, ich glaube nicht, dass man mit einem Rittertod so zuhauen soll. Stechen wäre, glaube ich, besser. Naja, Hauptsache er stirbt. Ja. In dem Spiel ist das ja egal. Ja, ich sehe auch das Ausweichen recht strange. Ja. Ich hatte mit einem kritischen Treffer gerechnet. Ich auch. Man kann nicht alles haben. Ist dir schon mal aufgefallen, wie oft ich sage, nee? Stimmt. Nee. Nee. Hat sich bei mir wohl so... eingedeutscht. Eingenäht. Nee. Aber ich mag das nicht, wenn die Charaktere Helme tragen. Ja, vor allem, wenn du da einen Charakter hast, wo sich dann die das Äußere dann mitverändert, wenn du die ausrüstest. Ja. Wie bei Dragon Age. Ich habe keinen eigentlichen Dragon Age, also nicht für den Feisling, der einen Helm auf dem Kopf hat. Ich hatte bei Awakening einen. Aber zu dem hat das auch gepasst. Na gut. Wenn es passt, dann ist gut. Aber sonst? Ich würde meinen eigenen Charakter nie einen Helm um Blut setzen. Nee, weißt du, okay, das war so ein Geist, der in einem toten Körper drin war. Ah. Und der Körper war schon so halb verwest und und du hast dann auch im gleichen Level so eine schwarze Rüstung gefunden. Mhm. Wo du halt, wo ich dann immer so gesagt habe, so hier, das ist, der Geist hat die Rüstung beseelt. Mhm. Konnte man sehr gut sagen. Fand ich cool. Wo ich finde es auch cool, wenn man dann die Option hat, ob man den Helm, den er dann halt trägt, sichtbar macht oder nicht. Das war bei Dragon Age 2 ja möglich. Weil da fand ich es dann kacke, dass du dann deine Leute, die du mit hattest, nicht ausrüsten konntest. Echt? Ja, du konntest nur dich selbst ausrüsten und die haben dann, je nachdem, wie gut du mit denen befeindet oder befreundet warst, Updates für ihre Rüstung gekriegt. Ah. Aber es hat sich so nicht an ihrem Aussehen geändert. Schade eigentlich. Das fand ich ziemlich doof.
Aber Mass Effect ist, glaube ich, auch so, ne? Ja. Ist ja von derselben Firma. Ja. Er hat, haben die ja sehr gut von sich selbst abgekupfert. Ja. Wobei es gibt auch, finde ich, sonst so keine Rollenspiele, die mit dem mithalten können. Ja, BioWare macht das schon. Die haben wirklich, die sind so wirklich die Könige des Rollenspiels. Jo. Ich box mir meinen Weg hier durch. Und bin wieder weg. Lol. Klopf, klopf. Irgend so ein Klingelstreit. Weicht nicht zurück! Seid standhaft! Der Dorf wird bald mit Verstärkung zurückgehen! Haltet noch etwas durch! Seid stark für die Revolution! Du nicht Revolution! Auch. Revolution! Yeah! Entschuldigung. Und die Gegner gehen kaputt! Revolution! Und der Kevin heilt sich! Hilfe! Revolution! Ist ja gut! Und die Judith dreht durch. Oder verrückt? Sucht es euch aus. Was? Ich bin verrückt? Das hast du gesagt. Du hast aber nicht verneint. Das habe ich nicht behauptet. Oh mein Gott. Ja, ihr seht schon, wir haben wieder jede Menge Spaß. Ja. Ich wollte gerade sagen, Hause Wiegershilfe, aber das ist ja nicht mein Haus. Die Wiegershilfe geht. Hier bei Wiegershilfe. Wo sonst? In Wiegershilfhausen. In Antisilf. Im Silfland. Da haben wir uns alle ganz so lieb. Oder auch nicht. Es gibt ein paar Leute, die ich nicht lieb habe. Ich weiß ja nicht, wie es mit dir ist. Also, es gibt Leute, die mag ich, aber es gibt Leute, die mag ich nicht. Also, wie bei jedem. Also, standardmäßig. Wie geht der denn hier? Darunter. Weil? Er es kann. Ah. Vielleicht hat er Angst? Who knows? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Man spekuliert. Meistens. Man spekuliert, wenn man spekuliert. Genau, und nicht anders. Gott, unsere Texte waren auch schon mal besser, oder? Ja. Irgendwie ja. Auch schon mal bessere Sachen gelabert. Ja. Wir lassen nach. Huh, er geht in die Offensive. Armee der Aufständischen, mein Name ist Joffrey, Kommandeur der königlichen Ritter von Krimäa. Legt die Waffen nieder und begebt euch in die Hände des Gesetzes. Weiterer Widerstand ist zwecklos. Ihre Majestät verspricht mildere Umstände und will euch nichts Böses. Hört zu, ihr müsst aufgeben. Was, niemals? Pah, was für ein Unsinn. Haltet ihr uns zum Narren? Unsere Verstärkung wird in Kürze hier eintreffen. Dann ist euer Schicksal besiegelt. Tote Tyrannen und ihren Schergen. Die Königin will nur ihr Bestes. Könnt ihr das denn nicht begreifen? Ist dir nicht schon mal aufgefallen, dass die ganzen Gegner echt pottenhässlich sind? Haha. Ja. Also so unliebevoll gestalten wurden. Ach, so ein Vierfachangreifer. Er hat nur gedoppelt. Ah, so, ich dachte, er hat schon zweimal angegriffen. Ja, Joffrey hat zweimal angegriffen, weil er eine Kriegerlanze hatte. Ach ja. Das ist immer. Bei einer Wahrscheinlichkeit von 1. Ich finde, das sieht so komisch aus, wie die hin und zurück springen, die Pferde. Mm. Irgendwie sehr plastisch. Ey! Ja. Warum nicht? Wer es dann kann. Wenn es dann sein muss. Wenn ihr denn wollt. Das finde ich auch so ein bisschen doof bei Stella. Du musst dich hier wirklich auf den kritischen Treffer. Aua! Verlassen. Ja komm. Also der trifft bei einer Wahrscheinlichkeit von 33. Sie krittet aber nicht bei einer Wahrscheinlichkeit von 30. Ich finde den Fehler. Stärke! Yay. Naja, warum müssen die Rittmeister hier so für den Arsch sein? Mal im Ernst, ist doch so. Wenn ich bedenke, im Path of Radiance bestand unser halbes Team aus Rittmeistern. Stimmt. Weil die so epic waren. Und hier, Loser über Loser. Ich glaube, keiner der Rittmeister, die wir damals im Team hatten, kann an seine Leistung von damals anknüpfen.
Die Behauptung stelle ich in den Raum. Wohin? Dahin. Da steht der Fernseher. Vor dem Fernseher. Ach, voll, dann siehst du ja nichts. Dafür ist er durchsichtig. Ach so. Wow. Lufek, wo bleibt unsere Verstärkung? Was? Mist. Na gut, dann warte ich eben hier. Und dann wirst du da oben gekillt. Ich speichere lieber. Und der geht mal den da ärgern. Hallo! Oh, ich glaube, bei Kevin stand noch ein Magier. Kevin. Naja, Kevin wird das schon überleben. Kevin tot. Wird denn da gleich den Arm verlieren? Komm, das wird auf drei Beinen gehoppelt. Ja, da könnt ihr mich mal in Ruhe lassen. Sehe ich denn, dass ich dabei bin zu gewinnen? Hey, verfetz dich vor meinem Schloss. Kriegt die Tür jetzt eigentlich mit Schaden? Das würde mich mal interessieren. Natürlich nicht. Jede Einheit normalerweise würde Schaden kriegen. Die Tür ist ja auch keine Einheit. Los, Tür! Level up! Schon wieder. Was ist denn, wenn eine Tür aufsteigt? Eine Falltür. Das wäre, wenn sie absteigt. Ach so, ja, stimmt. Dann ist es ein Tor. Ah, auch nicht schlecht. Und dann? Ja, man steigt ja neu mal auf. Okay, ja, Falltür, Tür, Tor. Okay, das ist schon fast ein Pokémon. Zugbrücke hätten wir noch im Angebot. Ja, fast gibt bald ein Tür-Pokémon. Oder so eine oder Schiebetüren. Und ein Fenster-Pokémon. Und wenn die dann, wenn du dann alle drei eine Fenstertür und ein Dach an deinem Team hast und alle kriegt dann eins vielen Level ab, dann verbündet das sich mit anderen und irgendwann hast du ein Haus-Pokémon. Das Haus-Pokémon, was kann es denn? Body Slam! Und mit der Fähigkeit einen Sturz. Finale. Ja, super. Ist das blöd. Ja. So, die Aufständischen wurden besiegt. Einige lagen die Flucht, aber die meisten haben die Waffen gestreckt. Ich verpiss mich. General Joffrey, niemand von den Soldaten Fenriras ist zu sehen, nicht wahr? Nein, das war eindeutig eine List. Der Hauptteil von Lord Ludwigs Truppen ist auf dem Weg zur Hauptstadt. Verflixt. Schnell, sammle die Truppen. Wir müssen sofort nach Melios zurück. Keine Panik, sie wollen, dass wir über Städte reagieren. Beruhige dich. Ich drehe sich die ganze Zeit in so einen Kreis. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Es befinden sich noch Truppen vor Ort. Entzünde das Leuchtfeuer, damit sie in der Hauptstadt Bescheid wissen. Und jetzt beeil dich. Wir okay. Duzen uns. Mann, die sind aber gut befreundet. Anführer der Speer. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir auf dem Rückweg von einem Hinterhalt in einen Hinterhalt geraten. Beeilt, er bleibt extrem wachsam. Fertig. Wir benötigen vielleicht einen zweiten Weg zur Hauptstadt. Schickt ein paar Männer aus. Diejenigen von euch, die bleiben, entwaffnen die Gefangenen und helfen den Verwundeten. Bewegt euch! Was sollen wir? Ja, das ist eine schöne Einrichtung. Sieh einer mal das an. Tatsächlich, da stand da wirklich. Jemand hat ein Leuchtfeuer entzündet. Oh, das Schloss brennt. Und das ausgerechnet Filiare. Filiare? Keine Ahnung. Dort! Das Signal ist von Joffrey. Wie ich es vermutete, die Aufständischen waren nur der Köder. Sedaran, vielen Dank für die Hilfe. Bitte. Hey, Moment mal. Wollt ihr mir sagen, dass ihr die ganze Zeit davon gewusst habt? Klar, deswegen bist du hier geblieben. Wir wussten, dass der Lord etwas im Schilde führte. Hätten wir vom Köder gewusst, hätten wir die königlichen Ritter nicht ausgesandt. Ich bin einfach nur überrascht, dass Lord Ludwig, der selbst erklärte Inbegriff des Edlen, bereitwillig seine Männer opfert. Wisst ihr, ihr spielt ein ziemlich gewagtes Spielchen, Lady. Tun wir das nicht alle? Ihre Majestät. Ihre Majestät befindet sich in Fort Alpea. Wir müssen jeden Augenblick Nachricht von ihr erhalten. Ich werde mich sofort darum kümmern. Immer auf den was? Auf den was? Auf den was? Immer auf die Quivive? Quivive? Ist bestimmt Französisch. Immer auf die Quivive. Was? Na egal. Ich darf mich dann wohl empfehlen. Ich bin da, Mann. Danke. Es gibt nur noch eine Sache. Ich möchte, dass ihr noch etwas länger hier wartet. Verläuft alles nach Plan, bin ich sofort mit eurem Lohn wieder hier. Danach könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. Party! Und wenn es nicht nach Plan verläuft?
Dann begebt euch zum Fort Alpea und unterrichtet die Königin. Ich werde einen Boten zu Joffrey schicken. Vielen Dank! Nun gut. Zeit für ein Nickerchen! Hey, Daran, aufwachen! Was? Das Spiel ist vorbei! Was? Einmal nach links, nach rechts. Nach links, nach rechts. Keiner sagt gut. Hey, ich bin fast so groß wie das Haus. Und der Baum, Busch. Ich bin größer. Alles. Ich bin ein Riese. Hm? Neuigkeiten von Königin Elizia? Was? Wie? Ihr? Immer so viel Text. Total. Ja, ich. Wer ist uns? Es hat mir sehr zugesetzt, wie grausam ihr mich manipuliert habt, my lady. Und man verletzt mich nicht so einfach. Mein Gott, bist du ein Arsch. Lord Ludwig, wie konntet ihr? Milady, ich bin stets über alles informiert, was euch betrifft, liebste Lucia. Oh ja, es ist schon eine Weile her, dass ich von diesem Ort und eurem Verbund geisterhafter Helfer erfuhr. Ich würde nur zu gerne noch etwas wissen. Etwas, das nur ihr wissen könnt. Wo befindet sich die Königin wohl derzeit? Ich wünsche euch viel Glück, dies herauszufinden. Vielleicht ist es der Ort, der man Alpea nennt? All die Torheiten, die Tricks, die Informationen, die geheime Flucht aus dem Palast. All die Bemühungen, vergebens. Ist dem so? My Lady hat also immer noch Geheimnisse. Würde es euch etwas ausmachen, achten Sie mir zu verraten? Lord Ludwig, es bestimmt mich verdrießlich, aber ich habe euch nichts zu sagen. Lord Lucia, ich bin dieser Spielchen müde. Ihr werdet mir verraten, was immer ich zu wissen wünsche. Aber ich vermute, dass ich euer Geheimnis bereits kenne. Das werden wir ja sehen. Nice. Doch, der Part ist, glaube ich, vorbei. Ja, mein Timer sagt, der Part ist vorbei. Ja. Und im nächsten Part geht es dann ins Finale von Part 2. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wir würden uns sehr darüber freuen. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.